Der Suspect jetzt hier, der steht jetzt schon mal AFK. Das finde ich cool. Jetzt holt er sich eine Deagle. Leute, dafür mache ich eine Case auf. Also dieses... Leute! Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich habe ein bisschen an meinem Mikro geschraubt. Ich habe einen Popschutz entfernt und einen anderen genutzt. Ich hoffe, man hört es besser. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Leute, es ist 3:30 in der Nacht. Es ist brutal. Aber wenn der RPG versprochen hat, ein Giveaway zu machen, dann hält es auch ein. Ihr habt gerade gesehen, ich habe ein neues Item, nämlich den Revolver. Genau den hier. Den bekomme ich irgendwie immer, wenn ich CSGO starte. Sieht echt sexy aus, oder? Fällt mir ein, ich habe gar keinen Revolver. Wahnsinn, ne? Ich will heute ein Giveaway machen. Und, jo, wir haben hier ein paar Keys. Und ich werde die heute alle öffnen. Ich will nicht groß was dazu sagen. Kurz für euch zur Info, wenn wir einen Skin bekommen, der ein bisschen was wert ist, dann werde ich das auch für Giveaway, beziehungsweise wir werden dann nachher ein Trade-Up von diesen 26 Sachen machen. Ja. Und jo. Wir fangen einfach mal an mit den, übrigens die Boston Souvenir Package werden wir zum Schluss machen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Chroma 3 an. Und ich hoffe mal, wir bekommen ein Knife gedroppt. Das würde mich echt begeistern. Okay, das reicht. Jetzt haben wir schon genug gesehen. Und wir hatten ja die Idee, dass wir in einem Overwatch die Kisten öffnen können. Vielleicht haben wir da mehr Luck. Und das gefällt mir. Gute Idee. Und das will ich direkt umsetzen. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich lade mir mal eben den Fall herunter. Während sich das Overwatch sehr flüssig, ruckelig über meinen Bildschirm bewegt, kann ich noch was sagen. Erstmal, wir werden sowieso wieder Mirage bekommen. Dann werden wir keinen Rage Aimbot, sondern was wirklich Spannendes bekommen. Und wir werden ihm für Wallhack reporten. Und vielleicht noch wegen Griefing. Das sind meine Predictions. Ich würde mal sagen, vor jedem Overwatch werde ich einfach mal sowas raushauen und mal gucken, ob das dann in gewisser Weise auch hinhaut. So, die Kopfhörerchen schön aufgesetzt, denn wir müssen uns für Overwatch konzentrieren. Und weil wir uns konzentrieren müssen, machen wir derweil auch Cases auf. So, der Suspect jetzt hier, der steht jetzt schon mal AFK. Das finde ich cool. Jetzt holt er sich eine Deagle. Leute, dafür mache ich eine Case auf. Also dieses... Nee! Halt's Maul! Leute, was? Was ist da gerade passiert, Alter? Max! Wir machen gar keine Cases auf, oder? 18, 19, 20, 21, 23, 24. Lol, irgendwie hat das nicht gezählt. Leute, wir machen weiter. Ich finde es gerade irgendwie witzig. Mate. Yes. Das war bestes Video, Alter. Leute, wir... Das war echt eine coole Idee. Wir sehen uns gleich nach diesem Overwatch wieder. So, Leute, wir sind raus aus dem Fall. Und wir gucken einfach mal, was passiert ist. Also, die Cases haben offenbar nicht gezählt. Wir haben gerade die Fault Skins geöffnet. Egal, dann machen wir halt kein Overwatch und wir öffnen jetzt mal Cases. Wusstet ihr das, dass es so einen Bug gibt? Also ich fand das echt lustig gerade. Und wir werden es so machen, wenn wir viele gute Items ziehen. Übrigens eine Clutch Case, die machen wir jetzt erstmal auf.
schon, Gelben, gib's mir. Arctic Wolf, komm! Nein, aber immerhin der Flametest. Vielleicht ist es. Es sieht nach einer guten Condition aus. Ah, fuck, Alter. das war nichts. Spectrum 2 finde ich echt eine gute Collection. Also wir haben schon 3 geöffnet. Ich mach mal Chroma. Machen wir erstmal Chroma 3 fertig. Vielleicht lacken wir ja diesmal rein mit einem Royal Special Item. Die habe ich übrigens schon. Die würde ich auch enjoyen. Aber das sieht nicht gut aus. Jedenfalls, das ist so eins meiner ersten guten Giveaways, also wo ich wirklich was ziehe. Und ja, mal gucken, was sonst noch so möglich ist an diesem vielleicht geilen Tag. Chroma. Ah, oh, oh. Ach komm, wir machen erstmal Spectrum 2. Wir hatten ja neulich schon viele Spectrum 2 aufgemacht. Und was ich sagen wollte, wir werden dann wahrscheinlich die ganzen Blue Items contracten. Und wir kriegen Statrack, yes! Erstmal eine schöne Hunter. Die ziehe ich jetzt auch irgendwie schon zum dritten oder vierten Mal in Statrack. Aber, yo. Wir machen mal, wir zählen mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach komm, wir machen Glückszahl 7. Und wir machen die dritte auf. Oder nein, wir müssen die achte aufmachen. Heute ist der 8.6. So. Vielleicht sehen wir ja was Geiles. Oh, yes! Die Tacticat, die wollte ich schon immer mal haben. Die ist zwar jetzt nicht mega teuer, aber wenn ich die ziehe, ist natürlich noch viel, viel geiler. Ja, ist das geil. Wie war das? Heute ist der 8.6. Also machen wir jetzt die 6. auf. Vielleicht lacken wir jetzt rein. Vielleicht auch nicht. Die Gu! Die Gu! Yes! Also wir ziehen heute nicht nur Blue. Das freut mich. Eigentlich zieht man ja nur Blue, aber wir haben jetzt hier... Wie viel haben wir geöffnet? 7 und wir haben nur 3-mal Blue in Non-Stat gezogen. Also das lohnt sich auf jeden Fall... Ich bin jetzt nicht so mega begeistert, aber was nicht ist, das kann auch werden. Die Off-World in der Drecks-Condition auf jeden Fall. Obwohl, es geht noch. Ah, die ist schon ein bisschen scratchy. Aber, ja. Was ich ansprechen wollte, ich wollte nochmal was zu diesen Giveaways sagen. Und zwar werde ich gleich mal ein paar Blue Skins contracten. Wir ziehen nicht nur Blue. Das ist scheiße, weil wir wollen noch einen Contract machen. Dann werden wir contracten und mal gucken, was wir da rauskriegen. Ich werde einen Teil davon vergiveawayen. Wenn wir natürlich irgendwas wie nichts krasses ziehen. Und dann kommt die Cobblestone Case. Und da werden wir dann Red Skin ziehen. Nein, werden wir natürlich nicht. Wir werden dort auch. Wir werden dort noch nicht mal Blue ziehen, aber komm. Einmal geht auf jeden Fall. Und ihr zieht nur Scheiße. Die Offworld. Aber hier, ich finde diese Case sehr, sehr geil. Deswegen bekommen wir ja auch nur Scheiße. 1 und 1? Komm, 1 und 1. Warte mal, was ich nachgucken wollte. Kann man den... Den kann man umbenennen. Die kann man nicht umbenennen. Kann man die umbenennen? Nein. Das finde ich halt mega sick. 1 und 1 ist es. 1&1.de, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ihr kennt die Werbung. Ah, jetzt ziehen wir Blue. Das ist auf einer Seite geil, weil wir dann ein Contract machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber auf der anderen Seite auch scheiße, weil ich will ja geile Sachen ziehen, ne? Das ist jetzt übrigens Case 175 bis 200. Ich bin gespannt, wann wir unser erstes Knife ziehen werden. Wenn ich einmal ein Knife ziehe, Leute, ich werde so eskalieren. So. Wir sagen jetzt, ihr wisst, heute ist der 8.6. Also das Video wird am 8.6. rauskommen. Also 8, 6, öffnen. Ah, die finde ich auch ganz cool, wenn die nicht in so einer Drecks... Obwohl, das geht. Die sieht aber schon ziemlich scratchy aus, Alter. Dann machen wir es jetzt genau umgedreht. 6, 8.
So. Komm, gib's mir, Gable! Step back! Yes! Ich sehe es schon, wir kriegen kein Contract zustande. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Wir kriegen halt echt kein Contract zustande, wenn das so weitergeht. Na, ich hoffe vielleicht, dass wir mal die Hyper Beast oder die Neon Rider ziehen oder Red Skin habe ich auch bisher noch nichts gezogen. Ich habe ein paar Pink Skins und ihr wisst ja, ich habe ja diese die Vulcan, die habe ich ja gezogen. Die hier, die habe ich mir contracted. Das ist die 150 Euro Vulcan, weil ich die habe ich halt aus. Ne, 300 Euro Vulcan, weil die habe ich aus so vielen Keys und Cases rausbekommen. Also, ja. Aber wir lacken heute nicht rein. Obwohl. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht gar nicht mal so kacke aus. 1, 2, 3, 4 Stück haben wir schon. Das ist natürlich nichts, das ist Wack. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man merkt, dass ich Informatik studiere. Ich muss immer zählen. So, und wir ziehen nicht nur Blut. Aber das war am Anfang, dafür hat sich das Case Opening schon gelohnt. Nicht, weil wir jetzt nur Scheiße ziehen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ihr habt ja gesehen, was wir am Anfang Lustiges gezogen. Mann, das wäre so geil geworden, Alter. Das wäre so geil geworden, eine Hyper Beast. Das wäre mein erster Red Skin gewesen, Alter. Die sieht irgendwie immer verscratcht aus. Die Valance, die habe ich auch schon. Und damit können wir auch dann ein Contract machen. Komm, eins und eins. Komm! Muscle Davis, gib's mir! Ihr wisst, was ich meine, ne? Mann, wir ziehen nur Blue jetzt. Jetzt ziehen wir wirklich nur Blue. Obwohl. Ich wollte schon sagen, die muss FN sein. Aber die ist geil, Alter. Die habe ich noch nie so gesehen, Alter. Oh ja, Leute, die behalten wir uns doch. Die behalten wir uns doch. Wir haben noch zwei Cases. Ich hoffe jetzt mal auf 1 und 1. Wir kriegen die AK Elite Build. Und unser letzter. Letzter Roll jetzt. Unser letzter Roll. Wir können nicht auf 1 und 1 setzen, das wird nichts. Bitte gib mir ein Raw Special Item. Aber nochmal zu dem Turnier, da könnt ihr gerne mitmachen. Da würde ich mich auch mega drüber freuen. Könnt ihr euch einfach mal auf dem Teamspeak melden. Nee. Und zum Abschluss. Oh, komm, wir machen jetzt den Contract. Wir müssen ein bisschen die Spannung aufbauen. Ich habe es predicted, wir werden nur Scheiße ziehen. Komm, wir packen nochmal die Flametest rein. Vielleicht bekommen wir ja Dings. Die wollte ich mir behalten. Die kläre ich mir mal auch raus. Gibt es irgendwelche Skins, die ich rausnehme? Die Origami. Die kläre ich mir mal. Die Off-World packe ich mit rein. Twitch TV slash Abdi, ihr wisst Bescheid. Komm schon, Gabe. Gibt der Community was? Noch ein schönes Herz malen. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Was wir jetzt bekommen werden, es wird so spannend. Wir werden keinen krassen Skin kriegen, aber wir werden etwas für euch bekommen. Und wir bekommen immerhin einen nicen Skin. In FN? Nee, nee. In MW. Aber trotzdem nah an FN dran.
Das ist auf jeden Fall cooler Skin. Wir haben wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal das. Und wir haben ein bisschen Stat-Track. Wir können jetzt hier noch ein bisschen Trade-Uppen. Ne, können wir sogar nicht. Egal. Und jetzt zu gutem Abschluss gibt es noch einmal die Cobblestone Case. Und ich weiß, wir werden nichts Krasses rausziehen. Aber das ist das erste Mal, dass ich diese Case öffne. Immerhin hat die auch eine ganze Menge Geld gekostet. Das darf man auch nie vergessen. Ja. Und jo. Übrigens, die hätte ich mir gekauft, die ist mega lecker, die habe ich einfach nur Sticker drauf geklebt, deswegen ist die weit vorne, die übrigens auch geil. Die Sanddash, ja, will niemand. Und ich weiß, wir werden Grey ziehen, aber Leute, es gibt eine Dragonlore. Und wenn ich diese ziehe, ich bin off. Ich bin einfach nur off. Let's fucking go! Die alte Animation. Na, nee. Das war nix. Aber immerhin ein paar schöne Sticker. In Souvenir haben wir die bekommen. Also, ja. Das war's auf jeden Fall mit meinem Dings. Der 200. Case ist geöffnet. Wir haben nur Scheiße gezogen, aber uns erwartet mehr. Uns erwartet viel mehr. Diese Explosion, die werde ich vergiveawayen. Unter euch. Ihr könnt euch jetzt mal wieder das anschauen. Die ist auch ein bisschen was wert. Die ist jetzt nicht mega viel wert. Ja. Die ist halt 40 Cent wert. Ihr könnt euch für die bewerben. Die Explosion gibt es auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein netter OP-Skin. Schreibt einfach in die Kommentare. Hashtag ich brauche eine UMP und dann weiß ich Bescheid. Wir werden dann in 2 Wochen schauen und rollen. Yo. Dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall lustig mit dem Overwatch und wir sehen uns dann bald. Bis dahin, ciao.